Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ja, es ist kein XXL, aber ich denke, das reicht auf jeden Fall. Zum einen ist Ebelin Nagellackentferner leer gegangen. Ich hole den immer mit Aceton, weil ich finde einfach, das geht schneller. Reizt komischerweise weniger meine Nagelhaut und alles. Und ich habe fast auch keine Nagelhaut. Also wenn man so guckt, klar ist ein bisschen, aber ich muss sie selten so zurückschieben oder ich mache das immer automatisch. Keine Ahnung. Also kennt ihr das, dass ich das manchmal so rumfummeln an den Fingern, dann schiebt sie sich automatisch zurück und ich habe nicht so diese Überwuchungen auf dem Nagel drauf und ich finde allerliebster Nagellack im Monat Mai und Juni gewesen. Dann sortiere ich eine Mascara aus. The False Lash Mascara Dramatic Volumen. Ich zeige euch das Bürsten. Sie ist nicht ganz leer. Also ihr seht, da schmoddert. Und das ist genau das Problem. Sie macht für mich nicht das Ergebnis, was ich mir von einer Mascara wünsche. Deswegen ist es für mich einfach aufgebraucht. Es ist aussortiert. Aufgebraucht, aussortiert. Sie schmiert. Sie krümelt irgendwann. Sie macht einfach patchy. Sie ist überall, nur nicht mehr auf den Wimpern. Deswegen, ich dachte, das wäre eine Alternative. Nein, die werde ich mir nicht nachkaufen. Dann hat mein Freund leer gemacht. Jill Sander Sun Man. Das hatte ich euch in Sephora Haul gezeigt. Mega geiles Duschgel und ich mag auch das Parfüm. Also, falls ihr ein Geschenk machen wollt, was auch nicht ganz so teuer ist, einfach mal so zwischendurch was, dann ist das auf jeden Fall optimal. Und es riecht wirklich sommerlich, nicht so typisch Kokosnuss und so, sondern einfach noch, ja, ich würde schon sagen, Sonnencreme, Aftershave, irgendwas, also so nach Sonnenmilch und Aftershave zusammengemischt, finde ich eine coole Mischung. Dann habe ich von, genau, das waren zwei Teile, das sah so aus, ich glaube, das hatte ich entweder von meiner lieben Jenny in den Geschenkbox oder von der lieben Niki. Ihr könnt mir gerne hinschreiben. Es hat für mich nicht viel getan. Es hat meine Haare sauber gemacht. Ja, mehr aber auch nicht. Von daher brauche ich nicht unbedingt, sagen wir es mal so. Ich schmeiß mal die Sachen da unten, die leer sind. Dann habe ich Garnier Skin Active Hydro Bomb Intensive Feuchtigkeit und ausgleichende Maske, mattiert die Haut, verfeinert die Poren, einfach anzuwenden. Ja, es ist tatsächlich einfach anzuwenden. Man macht das Ding drauf und klatscht sich das ins Gesicht. Aber genau das ist es. Und dann sitzt es nicht so richtig drauf. Und eigentlich da, wo die Poren ja sind, kommt die Maske gar nicht hin, finde ich. Man muss sie richtig randrücken. Also so einfach ist es dann doch nicht. Ja. Ich finde es viel Müll für nichts. Also Einzelsachets, ja, aber auch nur. Das sind für mich unnötige Dinge, die ich in meinem Leben nicht brauche. Habe ich gemerkt, ich benutze es super ungerne, weil ich denke, die sind so teuer. Nee, das werde ich mir auch nicht nachkaufen. Ich habe noch ein paar so Tuchmasken, aber dann denke ich, wenn dann einmal eine besondere in einem Jahr oder sowas, wo ich mir mal was gönne, aber nicht, nein. Nein, das sind 3 oder 4 Euro. Irgendwie zwischen 2 und 4 Euro. Ich weiß nicht mal, was die kosten. Verschwendet das Geld für mich. Dann ist leer gegangen meine MAC Foundation. Und zwar ist sie schon leer gegangen im... Wann bin ich in Urlaub gefahren? Im Juli. Deswegen hatte ich sie gar nicht dabei. Jetzt aber im August, Ende August, zeige ich sie euch. Weil ich glaube, ich habe sie euch nicht gezeigt. Weil ich ja mein Projekt noch am Laufen hatte und ein bisschen Spannung drin halten wollte. Tolle Foundation, ich überlege tatsächlich, wenn ich mal wirklich was aufgebraucht habe, ob ich dazu zurückgehe. Ich fand die NC15 perfekt für mich für den Sommer. Sie war wirklich langanhaltend mattiert, hat meine Poren nicht vergrößert, war aber auch nicht zu cakey, also hat echt alles gemacht, was eine Foundation machen sollte. Das war die Pro Longwear Foundation. Fand ich richtig geil, oh. Dann ist eine Zahnpasta leer gegangen von Sünze Düne. Ich muss sagen, diese Multicare Original ist tägliche Pflege für schmerzempfindliche Zähne. Ich finde sie super scharf. Also sie ist echt scharf und brennt fast schon in der Gosch. Also ja, muss nicht unbedingt sein. Zweimal aufgebraucht hier UV-Gesicht mattierender Sonnenschutz von Nivea. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich finde es auch nicht so mattierend. Ich weiß das nicht, ob das wirklich so der Shit ist. Sie kann gar nicht so mattierend sein. Also ich kenne keinen Sonnenschutz, der so mattierend ist. Die Foundation lässt sich gut einarbeiten da drauf, aber ich würde es
ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ist okay, ist aber jetzt auch kein Must-Have. Dann etwas, was ich richtig gut fand, war es von Sephora. Diese Maske drauf hatte, fand ich es richtig gut. Wenn das so ein Tiegel ist, würde ich es mir tatsächlich angucken. Und 3 Milliliter reichen vollkommen aus fürs ganze Gesicht. Dann habe ich eine Creme von Yves Rocher leer gemacht. Und zwar 1 Milliliter. Das hat mir für 2 Anwendungen gereicht, wenn nicht 3 Anwendungen. Also es war sehr reichhaltig. Brauche ich für den Sommer eigentlich nicht, denn man schwitzt ja. Aber die letzten paar Tage war es nicht so Bombenwetter. Heute ist übrigens der 25.8. Das ist auch das letzte aufgebraucht für den August. Also mehr geht einfach nicht. Waterfall Moisturizer Shine Lotion. Die roch richtig, richtig gut. Ich habe das immer ins nasse Haar amassiert. Das hat einfach nach Mann gerochen. Ich liebe Männerzeug, wirklich. Ich liebe es einfach auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das für eine Firma ist, wo die herkommt. Habe ich mir in die Haare geschmiert. Lotion Hydrating und Brillanze. 15 Milliliter hat mir sehr, sehr lange gereicht. Und ich mochte einfach den Duft. Wenn ich meine Haare dann so aufgeschwenkt habe, das roch einfach fantastisch. R&Co. R plus Co. Auch im August leer gegangen. Mein Contour-Stick von Essence. Das habe ich euch Highlighter. Gezeigt. Ich muss sagen, ja, weiß nicht. Ist fast nicht zu sehen. Mal gucken. Vielleicht mache ich den noch platt. Keine Ahnung. Ich denke eher nicht, aber gut. Dann etwas, was ich mir auch so in die Haare... Das war ein Shampoo. War okay, würde ich mir nicht nachkaufen. Ich bin nicht so... L'Oreal, weiß ich nicht. Ich habe eine Zeit lang echt gerne L'Oreal benutzt, aber irgendwie, ich und L'Oreal, wir werden, glaube ich, niemals warm. Umso besser. Dann etwas, was ich jetzt definitiv aussortiere. Es ist schon uralt, wirklich einer meiner längsten, ältesten Bronzer-Geschichten. Das war noch vor YouTube, habe ich mir den zugelegt. Und ja, ich habe ihn versucht, einen Pen reinzubekommen. Das habe ich auch geschafft. Auch in dem Jahr, wo ich es mir vorgenommen habe. Die Farbe ist ganz nett. Aber ja, die Qualität ist auch okay, sage ich mal, für den kleinen Preis. Ich glaube, unter 2 Euro. Infinity Woman Bronzing Powder in der 01 Sun Kisses. Und das ist echt 15 Gramm. Das werde ich niemals schaffen. Jedenfalls nicht, weil ich so viel habe. Und nicht, weil er so besonders ist. Kann ich euch trotzdem empfehlen, euch den mal anzugucken. Den habe ich bei Woolworth gekauft. Ich weiß es nicht, ob es den noch gibt. Für mich ist das Ding jetzt aussortiert und gut ist. Dann etwas, was für mich totaler Schwachsinn ist. Das hatte ich euch auch in meinem Aufbrauchprojekt gesagt, wozu auch heute ein Video kommt. Das hier, das kostet 30 Euro bei Douglas Dieff, reduziert für 20, glaube ich. Shine and Fragrance und Spray und 100 Milliliter. Riecht wie Oma unterm Arm. Und ist für mich einfach, das Zeug ist einfach nicht gut. Nein. Es hinterlässt so einen Ölfilm auf dem Gesicht. Es hinterlässt diesen Oma-Duft. Und ich weiß auch nicht, was ich damit soll. Nee, ich bin froh, dass ich es testen durfte. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Das vergesse ich öfters mal zu sagen. Aber ich bin sehr, sehr dankbar um diese kleinen Sachen, die ich einfach testen kann. Oder große Sachen, je nachdem. Vieles Zugeschicktes von meinen Mädels. Getauschtes und sowas. Wo ich einfach austesten kann. Es auch mal zeigen kann, wie gut ich es fand oder wie schlecht. Das fand ich ganz schlecht. Es hat nichts außer Schmodder in den Haaren gemacht und komischen Duft. Dann sind auch 2 Puder leer gegangen von, die waren von NYX. Das war so eine Puder, einmal so ein gelbes und einmal so ein weißes. Das ist jetzt die braune Verpackung, weil ich es ausgekratzt habe. Aber das weiß und das braun, weil ich habe mein Augenbrauenpuder umgepresst. Ja, war okay, würde ich mir niemals wieder nachkaufen, die NYX Palette. Ich finde sie echt grottig. So nach einem Jahr ist sie ziemlich ausgetrocknet. Ich hatte das Gefühl, das ist so richtig porös geworden, ja. Als wäre das Produkt einfach wirklich für diese 12 Monate haltbar und das war's dann. Würde ich nicht mehr machen. Nein. Dann ist mir leer gegangen, habe ich euch schon in Hamburg gezeigt. 03 Copper... von Estee Lauder. Estee Lauder würde ich mir auch nicht als Eyeliner oder sonst was holen. Das ist hier die Farbe. Habe ich für die Lippen benutzt, fand ich geil. So richtig Kylie Jenner-mäßig. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, mochte ich sehr gerne. Dann Hilde, Bernanger. Bernanger All Over Research Body Balm. Ist mir eins auf Stiel leer gegangen, hat mir für Arme und Beine gereicht. Oder nur für die Beine, ich weiß gar nicht mehr.
Oder habe ich es nur für den Bauch benutzt, weil ich ja derzeitig ja gerne meine Bodylotion leer mache mit ein bisschen Selbstbräuner, die ich echt gut finde. Ja, immer mal wieder kommen so Sachets vor, weil ich einfach ein bisschen reduzieren will. Dann sortiere ich etwas aus, was einfach Härchen verliert. Das ist von Ebeling. Ich hoffe, ihr erkennt es, wenn man dann da dran drum zuppelt. Ist mir beim Waschen aufgefallen, verliert es einfach Härchen. Ist von Ebeling. Mittlerweile gibt es die auch gar nicht mehr in lang. Deswegen darf das Ding auf jeden Fall gehen. Dann etwas, was ich auch in Hamburg mit benutzt habe und jetzt als Pröbchen leer gegangen ist, ist von Clinique Liquid Facial Soap Mild. Ja, nein. Ich fand es nicht so gut. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich so dran rieche, riecht das nach gar nichts. Riecht ziemlich nach. Ja, ich könnte mir Putzmittel so vorstellen. Ja, so riecht Putzmittel für mich. Also clean und rein und. Ja, ein bisschen nach Chlorreiniger auch. Also es hatte keinen besonderen Duft. Es hat, sag ich mal, den gröbsten Dreck weggemacht, wenn man sich mit Augen-Make-up-Entferner gecleanert hat. Meine Tante hat nicht gesagt, boah, geilo, ja. Für das Geld, nein. Also da kann definitiv die Drogerie mithalten, was einfach so ein Klinikprodukt ausmacht. Nein. Ich habe auch dieses, ja, welches finde ich denn gut? Also zum richtig Cleanern finde ich von zum Beispiel von Balea die Produkte gut. Diese auch in so eine Tube, zum Beispiel das Durchsichtige, was nichts drin hat, keine Parabene, keine Silikone, finde ich richtig gut. Das hier dagegen, nein. Also ich würde es nicht nochmal haben wollen. Dann aktuell im Gebrauch als feuchtigkeitsspendende Creme ist halt ein Serum. Ich benutze es aber gerne als einfach dünne Tagespflege mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Finde ich richtig geil. Riecht auch so ein bisschen nach Aftershave. Männer-Aftershave finde ich cool. Ist vom Budni, habe ich mir in Hamburg zugelegt und finde ich geilo. Dann derzeitig aussortiert. Ich habe das versucht leer zu machen. Nee, ich mag das nicht benutzen. Ich kann euch mal zeigen, warum nicht. Ich kann euch das aber besser an der Hand swatchen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber es ist ein Lippenöl. Das ist sowas, was die Welt nicht braucht. Es zieht nicht ein, es verschwindet irgendwann oder es läuft in die Rillen und das sieht ganz doof aus. Dann lieber Lipgloss, das hält wenigstens da, wo es sein soll. Ich sammle auch gerade Produkte, die ich nicht mehr nachkaufen werde. Vielleicht interessiert es hier jemanden nicht unbedingt, weil es Flop-Produkte sind, sondern einfach, weil jeder andere kann es ja selber machen, was er möchte damit. Dann etwas, was ich auch aussortieren werde. Ich habe die Wimpern dran gehabt. Huch! Dran gehabt und sie sind nicht vom Schwung her so. Ja, geschwungen, sag ich mal, sondern gehen eher so gerade. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Ich hätte sie mir ein bisschen schöner vorgestellt, auch für so Looks. Ich finde es einfach zu schade. Ich schmink selten oder ich klebe mir selten Wimpern dran. Auch der Wimpernkleber hat nicht so richtig geklebt. Das war so nervig. Vielen Dank, Jenny, dass ich sie austesten durfte. Aber vielleicht erkennt ihr, was ich meine. Sie gehen relativ gerade nach. Jetzt geht's, ne? Das ist die, die ich präpariert habe. Man sieht halt einfach gar nichts mehr vom Augen-Make-up. Ich weiß es nicht. Vielleicht teste ich es doch nochmal, weil ich sie so ein bisschen aufgewirbelt habe. Vielleicht klappt das dann eher. Keine Ahnung. Wimpernzange. Ich probiere es nochmal ohne Wimpernkleber. Der Wimpernkleber kommt definitiv weg. Dann ein Schwämmchen, was ich aussortieren werde. Das habe ich einmal gebraucht. Das brauche ich, sowas brauche ich nicht. Biotherm Lift Elixier Plankton. Nix für mich. Ich brauche diese Serien eigentlich nicht. Dann etwas, was ich auch nicht mehr nachkaufen werde, ist Blistex. Ich finde einfach nicht, dass es so geschmeidig ist irgendwie. Irgendwie ist es so. Silikonig. Es kommt nicht auf meine Lippen so viel, wie ich gerne wünsche mit einer Applikation. Ich müsste 30 Mal drüber. Das mag ich nicht so. Dann ein Super Last Liner. Den sortiere ich aus. Da ist auch nicht mehr so viel drinne. Ich hoffe, da ist auch ein Haar dran. Seht ihr das so ekelhaft? Ja, so an sich finde ich es gut, aber der darf jetzt einfach aussortiert werden. Der ist schon etwas älter und mit einer Applikation. Also wenn ich einmal so schüttel, kommt nicht mehr genug Produkt raus.
Mein Tütchen ist leer. Ja, das war's. Wir sehen uns einfach im nächsten aufgebraucht und ja, kommt ihr mit den Sachen klar? Also ich nicht so, ich mag sie auch nicht so. Kauft ihr die Tuchmasken gerne oder lässt ihr es lieber? So wie ich ab sofort versuchen zu lassen und sich nicht von diesen Designs. Na? Okay. Tschüssi!